Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gehirnjogging. Wow. Nein, ja, ich habe ja das letzte Mal einfach mal so ein Rätsel mit rangehangen, das werde ich heute auch noch mal machen. Ich guck mal, wie gut ich gerade durchkomme und ich hoffe mal, es wird nicht zu lange dauern. So. Wie jetzt? Was? What? Südostasiat, natürlich, ist ein Mensch. Erstmal auf jeden Fall, vermutlich. Als nächstes, folgend. Könnte es sein? Nee, ist es nicht? Ist es nicht? Zeitangabe, Datum, weiß ich noch nicht. Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. So, Schnittblume. Geranie würde passen, aber ich weiß nicht, ob das eine Schnittblume ist. Früherer Beamtentitel. Ein Beobachter ist natürlich ein Zeuge. So, Brutgut. Eier? Ja, Brutgut sind Eier. Geranie könnte wirklich passen. Diebstahl ist Raub. Also eigentlich, nee. Ja. Dann weiß ich es noch nicht. Der Filmapparat ist aber einfach. Berg auf Sizilien. War das? Ich warte noch. Hallensportart. Zum Beispiel Handball, aber Handball passt sowieso nicht. Oh, nee. Ah. Ich habe keine Ahnung, was für einen Ausruf die gerade wollen. Machen wir erstmal Antwort auf Contra. Hallensportart wäre auch Hockey, aber das ist es auch nicht. Baumprachtstraßen sind natürlich wieder die Alleen. Alleen. Ah, das musikalische Übungsstück. Ja! Ich kenne es noch. Matrose ist der Seemann. Ja. Turnen ist die Hallensportart, vermutlich dann. Uff. Uff. Nein. Kein einziges Mal nie. Genau. Ui. Ui war es. Ja, dann ist es hier Edna. Bricht aus. Hä? Geheimagent. Nein, Quatsch, das ist es nicht. Aber das kriegen wir noch hin. Frisiergerät ist natürlich der Kamm. Oh. So, ja, das A hätte sogar gepasst. Deutsches Bundesland ist nämlich Bayern. Abgekühlt ist kalt. So, Gehässigkeit. Moment noch. Gefüllter Kuchen ist wohl dann die Torte. Echt jetzt? Geheimrat? Ja, Mensch, dann ist es wohl der Geheimrat. Gehässigkeit ist die Häme. Ja. Nestor-Papagei. Ist das wieder der Beo? Nee, der Beo war was anderes dann. Okay. Männliches Haustier ist, ja, Kater. Kater könnte das sein. Und ist es auch. Kochbrühe ist ein Sud. So. Die Zahl hier ist die 3. Als Anlage anbei. Ja. Ah, Kea. Noch nie gehört. Eine Papageienart als namens Kea, tatsächlich. Schauen wir doch mal, was das ist, schnell. Kea Vogelart. So sehen Keas aus. Oh, Kea. Handelsgut ist natürlich die Ware. Doppelstück. Ein-Mann-Packung fürs Militär. Eier, nee, wie hieß denn das nochmal? Ein.
Epa, ein Personen? Nee, keine Ahnung gerade. Machen wir erstmal das Areal voll. Fleck ist ein Mal. Doppelstück, ein Paar. Ja, dann ist es ein Personen. Ah, Dingsbums. Okay, Südostasiat. Was ist denn im Südosten? Also ich weiß mehr oder weniger Nordosten. Südosten waren. Oh Gott, da war. Ah! Hoho! Jetzt brauche ich hier noch zwei Buchstaben auf jeden Fall. Also ich kenne hier nach höchstens noch, aber hernach, naja, ich nehme es so hin, ich nehme es so hin. Ich habe bei diesen Kreuzworträtseln schon die Hoffnung verloren, dass da was Gutes bei rauskommt. Nein, Quatsch. So, also auf jeden Fall, das weiß ich schon. So, die zwei. Militärisches Musikstück, das ist doch. Aha, genau. Ja. Oh, vielleicht weiß ich es nach drei Buchstaben, vielleicht schon, aber ich versuche mal noch einen vierten dazu. Tempoanzeiger ist natürlich das. Dann haben wir. Okay. Ich würde fast sagen, nee, dann doch. Ich glaube, hier kommt ein N rein. Gucken wir mal. Ja. Dann wird hier wahrscheinlich ein I reinkommen. Sprachlaut. Biene, Biene, was könnte das denn noch sein? Eine Sumse. Nein, undurchsichtig. Ach Mist, ach Mist, ach Mist. Also ich wüsste da was, aber das ist es anscheinend nicht. Gucken wir uns mal die 7 an. Also ich meine, hier kommt ein I rein. Oder gucken wir uns die 8 an? Ja, okay. Habe ich. Dann ist es der Chronist, der hier unten reinkommt. Ich dachte mir schon irgendwie, als ich das O hier hatte, da war es mir dann schon klar gewesen. Also nachdem ich die ersten vier Buchstaben ha hatte, wusste ich, okay, Chronik kann es nicht sein, weil es acht Buchstaben sind. Ja. Und ich habe es gerade noch mal versucht zu überprüfen. So, die Teilzahlung ist die Rate, natürlich. Rate, wann du es kriegst. So. Sprachlaut. Ich weiß es noch nicht. Also hier hätte ich an opak gedacht, aber das kann ich jetzt noch nicht. Großer Innenraum. Flotte. Flotte. Oh Gott. Fluss durch München. War das die Isar? Ja. Mensch, großer Innenraum ist dann ein Saal. Und dann ist das hier bestimmt ein Araber. Ja, dann haben wir hier Jus. Ah, okay, jetzt weiß ich, was das ist. Trüb. Trüb wollten die. Suppeneinlage. Machen wir erstmal die Armada. So. Bestimmter Artikel. Der, die oder das. Ich habe keine Ahnung, wer die Lively ist. Lively, Lively. Also machen wir erstmal hier noch. Hauptstadt von Peru. War nicht Peru. Also hieß nicht so. Machen wir erstmal das. Das ist der Halt. Papierart. Papierart. Ach Gott. Abschließend. Das ist die rote Filzkappe. Och Gott. Messebetreuerin, ja. Ist irgendwas mit H.
Afrikanische Getreideart, weiß ich auch gerade nicht. Aber den Ziegenlaut kriege ich noch. Warte mal, Mäh ist doch eigentlich das Schaf. Ziegen mähen kann. Naja. Heißgetränk. Ist dann wohl der Tee, weil es der Kaffee nicht ist. Ich glaube, die meinen Stimme. Ist die Biene dann die Imme? Reimt sich auf Stimme. Gewässerrand ist natürlich dann das Ufer. Ja. Aber trotzdem Sprachlaut. Ja, ich würde auch sagen, Stimme kann man da so nehmen. Ist schon okay. So, bei dem N. Natürlich, wir wissen, die japanische Währung ist Yen. Wir haben alle Animes geguckt. Dann haben wir hier die Stadt Oslo, weil der Tempoanzeiger der Tacho war. Nicolas Cage. So. Ein Schreiner ist auch ein Tischler. Ja. Bam. Und damit haben wir uns auch die Ero. Haben die irgendwas mit Paarung zu tun? Kurzform für Amerikaner. Ja. Abkürzungszeichen ist ein Siegel. Auf gar keinen Fall ist niemals. Eine Messebetreuerin ist natürlich die Hostess. So. Abschließend. Final. Der Fess ist diese rote Filzkappe. Das meinen die. Okay, ja. Jetzt haben wir übrigens schon die 5, die 4, die 3 brauchen wir noch. Straßeabkürzung ist natürlich das. So. Tonbezeichnung. Cis. Dann vermute ich mal, hier ist die Hirse gemeint. Ja. Der Ochse ist die Krippenfigur. Kalter Adria-Wind. Oh, da bin ich doch wieder so schlecht. Französisch Danke kann ich aber erstmal noch. Merci. Papierart Karton? Ja. Oh, wei. Nee, Elbe. Ach, die Elbe meinen die ja noch. Ah. So, der kalte Adria-Wind, den bezeichnet man auch als Bora. Hauptstadt von Peru ist dann wohl Lima. Ich weiß es immer noch nicht. Ich vermute mal, dann ist hier die gemeint, weil was anderes hier, also ein R oder ein S, wird hier hinten ja nicht. Blake Lively. Keine Ahnung. Suppeneinlage. Was könnte die Suppeneinlage hier sein? Ah. Ich muss ehrlich, ich muss gerade sagen, Blädi. Aha. Flädde ist es nicht, okay. Flädle. Oh Gott, was ist denn ein Flädle? Hilfe. Da habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ein kleiner Fladen vielleicht? Gucken wir mal. Flädle. Flädlesuppe. Das ist also eine Flädlesuppe. Und da sind wohl Flädle drin. Ich versuche das mal ohne Suppe. Was sind Flädle? Ja, es steht trotzdem so. Eierflädle. Noch nie von gehört, noch nie gegessen. Wahrscheinlich auch. Ja, keine Ahnung. So. Tun wir uns mal heute richtig normal an dem nächsten Rätsel zu schaffen machen. So.
Hier gibt es ja nämlich noch dieses eine welche. Gucken wir mal, wie lange ich brauche. Hier wird die Zeit sogar mitgestoppt. Landwirtschaftliches Gerät. Ja, kennt auch jeder. Weiß doch jeder, dass es immer wieder dasselbe ist. Der Stein mit dem Ding. Weiß ich noch nicht. Italienische Hauptstadt ist natürlich das. Doppelkontinent. Na, kostbarer Duftstoff, tierischer Herkunft. Das klingt so nach Moschus. Nein, ist es nicht. Okay, erstmal nehmen wir das alles weg. Früher ein Oberstufenschüler. Leer ohne Laub. Also leer oder ohne Laub. Karl? Nee. Erstmal machen wir mal das Universum. Das ist ein All. Das ist easy. Verdorben. Fett. Oh, wie hieß das nochmal? Das war so läsig, äsig, schmäsig, ranzig. Ranzig? Ah, ranzig war es. So war das. Okay, dann war das doch nicht das, was ich da gerade für einen Blödsinn erzählt habe. Leicht regnen. Nieseln. So, Klosterzelle oder Schlucht. Eine Klosterzelle oder eine Schlucht. Was haben wir hier noch? Früherer Oberstufenschüler, weiß ich noch nicht. Gymnasiast, das ist definitiv schon mal nicht. Britische Insel, weiß ich noch nicht, aber Spiel- oder Wettkampfklasse ist natürlich die Liga. Man, Isle of Man ist das. I love man. Ich liebe Mann. Nein. Fragewort vierter Fall. Wen? So, Kassenzettel ist natürlich der Bon. Bon. Der Bon. Bon Voyage. Dünnes Einwickelmaterial ist natürlich die Folie. Natürlich. Feine Holzabfälle. Späne. Also... P-A-E Spa. Nee. Keine Ahnung. Gucken wir erstmal. Sumpfkranich. Sumpf oder Kranichvogel. Dichter Poet ist ein Lyriker. Boah. Cool. Kanadische Stadt. Ja, super. Wüsste ich wahrscheinlich, wenn ich ein paar. Das ist erstmal eine Kaserne. Weingut mit großen Lager. Räumen ist eine Kellerei. Und damit Prost an alle, die... warte mal. So. Die heute ein Nichtwein oder ein Nichtbier trinken wollen. So, scherzhaft Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ein Nichtwein ist übrigens. Ich vermute mal ein Tee. Genau. Nichtbier ist Kakao und Nichtwein ist Tee. Stichprobe ist natürlich der Test... Verkehrsmittel, Bus oder auch kurz für Omnibus, Besitz, Vermögen, habe, ja, ich hätte jetzt fast an Erbe gedacht, aber nee. So, machen wir hier einen Hit rein, schändlich niederträchtig, böse, ist es aber nicht, amerikanischer Kurzname. Könnte Bob, könnte Dan, könnte irgendwas sein. Halbinsel an der Ostseeküste. Ah, schade. Ich dachte, jetzt ist das irgendwas, was ich mal fast gewusst hätte. So, mit Strenge ausbilden. Treiben. Echt jetzt? Nee, glaube ich nicht. Aber wir werden es noch sehen. Liebevolle Bezeichnung, Kosename. So, haben wir doch. Läuft. Hawaiianischer Gruß ist Aloha. Alola. Natürlich, wir kennen es noch. Ich glaube übrigens, das ist der Thronprinz, das Lösungswort. Ja, ich könnte ja mal demnächst versuchen,
irgendwann das Lösungswort wieder zu erraten, bevor ich alles sowas mache. Sam. Nee. Sim. Echt? Nee. Som. Ich habe keine Ahnung. Sam mit E vielleicht? Verdorren. Ja, das... Tatsächlich, ja. Sam wird das dann sein. Backmasse ist natürlich der Teig erstmal. Hingehen? Nee. Eingehen. Natürlich. Wie komme ich nur nicht darauf? Ungenügend war das nämlich gerade. Keimfrei ist steril? Ja. Oh, bei der kanadischen Stadt, ich brauche, glaube ich, den Anfangsbuchstaben, kriege ich aber nicht, weil ich griechische Sängerinnen nicht kenne. Schwedisches Königsgeschlecht, oh Mann. Sünde wäre eine Untugend, aber ist es hier nicht? Historische Provinz Irlands. Gerade noch nicht. Banges Gefühl, Unruhe. Das wäre auch zu einfach. So, ich muss hier aber mehr machen. Atem, Luft, Fontäne der Wale. Wie heißt das Ganze denn? So, Edelhirschart. Edelhirschart. Nö, weiß ich auch nicht. Elektrischer Widerstand. Die Einheit ist Ohm. Natürlich. Kostbarer Duftstoff tierischer Herkunft. Keine Ahnung gerade. Grazie. Grazie. Ach, das ist ja so ein schönes. Fängt auf jeden Fall mit A an. So. Ach so, die meinen Amerika. Huch. Ach, die meinen hier außerdem einen Gnom. Natürlich, Amerika ist auch ein Doppelkontinent, denn es gibt Nord- und Südamerika. So. Oberstufenschüler, weiß ich. Nee, Realschüler ist es auch nicht. Kloster, kle. Nö, immer noch nicht. Plattform zur Ölgewinnung im Meer ist, ach, wie heißt denn, Ölplattform würde ich jetzt einfach sagen, aber nein, Bohrinsel. Natürlich, das ist die Bohrinsel. So. Klosterzelle oder Schlucht? Gute Frage, gute Frage. Klagelied ist, mir gerade noch nicht. Heizgerät. Ölofen? Echt jetzt? Was es nicht alles gab früher. Feine Holzabfälle. Hobelspäne. Wo gehobelt wird, da fällt das nämlich. Nee. Hobel. Irgendwas mit Hobel. So. Hobelspähe. Späne. Ach so, nee, genau. Es wird ja ohne H geschrieben und dann passt das auch wieder. Ja, deswegen habe ich da so lange gebraucht für. So, schändlich oder niederträchtig? Ungut? Würde momentan reinpassen halt. Gebirge in Marokko, das weiß ich echt nicht. Mit Strenge. Also ich versuche mal. Nee, das wäre auch ein bisschen komisch. So, Sumpfkranichvogel. Dann ist das nicht der Rabe. Definitiv nicht. Scherzhaft für Ahnung.
gerade leider nicht. Da. Eine Schlucht. Eine Kluft hätte ich jetzt noch gesagt, aber. Also. Ja, kahl anscheinend. Okay, ja, gut. Ah, ja, oh, das Klagelied, das kenne ich doch. Edelhirsch, was könnte das noch sein? Eine Memme ist ein Stein mit eingeschnittenem Bild. Nein, natürlich nicht. Ah, Anmut ist zumindest schon mal das Wort hier. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, welcher Buchstabe stimmt? Hemme, Kämme? Lämme? Nee. Ne Pemme, na klar. Das ist aber ein Wort für was anderes. Temme, Zemme, Wemme ist es ja sicherlich auch nicht. Semme, Dämme, ne, Emme, Ömme, Ümme. Was haben wir denn jetzt noch alles? Wemme, ne, Bämme. Gemme. Ah. Okay. Ja, jetzt wo ich es habe, gibt es das Wort zumindest in meinem Wortschatz, ja. Gibt ja auch den Ort in Pokémon, wie hieß es denn jetzt nochmal? In Pokémon Diamant und Perle und auch Platin, was man nicht vergessen sollte. Da gibt es ja auch den Ort Sandgemme. So. Tü-dü-dü-dü-dü. Was könnten wir noch rauskriegen? Ach hier, Thronprinz war es nicht, es war Thronfolge. Okay, das heißt, hier kommt ein F rein, schon mal. So, wo haben wir das? Ah, hier haben wir das O. Und bin dann dadurch trotzdem nicht wirklich weiter. Aber wir haben ja zumindest das Rotwild jetzt und können ja mal gucken. So. Okay, was gibt's hier noch, wo man auf jeden Fall was eintragen könnte? Banges Gefühl oder Unruhe? Eine Rüge ist es auch nicht. Oh Gott. Mit Strenge ausbilden. Es ist wirklich. Ja, wir können zumindest hier jetzt mal einen Buchstaben noch rausfinden. Miff, das Miffgebirge. Niff, nee. Gif, ey, jetzt ganz ehrlich, wenn's. Kiff, das Kiffgebirge wäre doch was, ja. Hahaha. Piff, nee. Pfiff? Eif? So wie die Eifel? Ich mach erstmal die. Euf. Glaube ich nämlich auch nicht. Uif. Nein. Piff hatten wir da, glaube ich, schon. Miff, Niff. Dip, 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 Biff. Wiffgebirge. Das Ziff. Xiff. Ich gebe es sicherheitshalber mal ein Jiff. Eif hatten wir schon. Siffgebirge, das Diffgebirge. Das Pfiff und Giff und so weiter hatten wir auch schon. Das Jiff-Gebirge.
Nee, Kiff und Liv hatten wir ja auch schon. Ziff, Tiff? Meine Güte, das Riffgebirge. Das, warum ich das R nicht so früh einsetze, ich habe keine Ahnung. So. Halbinsel an der Ostseeküste. Ist mir leider immer noch nicht ganz so klar. So, machen wir jetzt mal Dan. Dann machen wir mal Bob. Auch nicht. Rob. Ne. Amerikanischer Kurzname. Tom. Ne, auch nicht. Schändlich niederträchtig. Infam ist das natürlich, ja. Nein, nicht Inf. Infam. Anismus, aha. Eine Ahnung ist ein Anismus. Wenn die das so sagen. Pam? Nein. Wer jetzt auch? Also es wird ja nicht gesagt, dass das ein Männerkurzname ist. Pim? Also das wäre halt. Nee, 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 nee. Trizen ist auf jeden Fall hier gemeint. Jetzt habe ich es auch endlich. Nein? Nee, auch nicht. Drillen. Drillen war gemeint. Ah, Mann. Jetzt haben wir es doch. Ralle. Ralle ist wirklich das. Der Kranichvogel heißt Ralle. Kurzform für Ralf. So, Trinkgefäß ist natürlich das Glas. Oh wei. Darst? Nee. Huch, das muss ich ja. Ich probiere erstmal diese Buchstaben durch. Nee, warte mal, das hatten wir schon da so. Darse, Darsa. Hatte ich jetzt schon alles durch? Da so. Ja, jetzt müsste ich eigentlich alle so von denen durch haben. Darst, nee, Darst war es ja auch nicht. Dask. Dasel? Das klingt eigentlich nicht richtig. Aber ich meine, also da kommen noch keine. Also der amerikanische Kurzname, was könnte das denn noch sein? Sam, Dars. Ah, mit Doppel-S. So, Norm oder Richtschnur ist natürlich die Regel. Langsam wird's noch. Wir haben eigentlich nur noch eine Minute Zeit. Das wird nie was, wenn ich das in 20 Minuten schaffen will. Oh Gott, nee, nee, nee. Angst, geht ja auch nicht. Banges Gefühl. Ich habe da so eine. Oder ein. Okay, wo können wir denn noch so? Ich versuch mal ein. Wow. Ich hab's die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass. Boah. So, und jetzt haben wir hier das Problem. Wir können keine weiteren Buchstaben außer den hier noch. Doch, den kriegen wir noch. Vielleicht kriegen wir den noch. So, kostbarer Duftstoff. Das wird nicht besser. Atemluftfontäne des Wals. Oh, Mensch. Erstmal die Untugend ist das Laster. Oh, dass ich da so lange gebraucht habe für. So, das bange Gefühl ist dann die Sorge. Wow, jetzt. Komm schon.
Da bin ich so schlecht darin. Oh, historische Provinz Irlands. Das weiß ich nicht. Schwedisches Königsgeschlecht. Leider auch nicht. Irgendwas das hier? Nee, Albany oder sowas? Nee, ist es, kann es ja dann nicht sein. Wenn ich doch bloß irgendwas noch hätte. Griechische Sängerin Maria. Nein. Nein, nein. Ich glaube, ich bin sobald so langsam bin ich an meinem. 20 Minuten sind eh schon um. Mist. Eigentlich müsste ja hier ein R hin. Ah, dann weiß ich die kanadische Stadt wahrscheinlich nicht. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Ich mag es, weil es nicht so einfach ist, aber es ist nicht einfach. Ein Oberstufenschüler. Sekundarstufe, ja. Sekundar. Irgendwas mit Sekundar, sekundär. Nee. Jetzt ist nur noch Frage. Irgendwas damit wird es sein. Aber ich weiß noch nicht weiter. Maria. Nein, die kenne ich wirklich nicht. Und das schwedische Königsgeschlecht ist mir leider auch nicht bekannt. Schade, schade. Kostbarer Duftstoff tierischer Herkunft. Was ist denn das? Könnte das in Parfüm irgendwie drin sein? Ich habe echt keine Ahnung da. Ach Mann, schade. Wäre wahrscheinlich das erste Mal, dass ich so richtig nachschlagen müsste, was es denn hier noch so gibt. Machen wir doch mal Maps auf. Ich glaube, das wäre lustig. Das wäre wieder lustig. Maps.google. Wupp. So. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier so für Orte? Wir haben Kasachstan, da wollte ich gar nicht hin. Kanada, Kanada, Kanada. Und will man sich beschweren, ist Kanada. Ja. Calgary gibt's da, aber wie viele Buchstaben braucht denn unser Wort eigentlich? Weiterrätseln bitte? Nein, was? Ein Sekundar war? Sekundana? Oh Gott, was? Hilfe! Das hätte ich aber auch irgendwann hinkriegen können. Oh Mann. Okay, das hilft uns aber immer noch nicht bei der griechischen Sängerin.
Oh Mann, oh Mann. Das kann doch nicht so schlimm mehr sein. Ich würde sogar sagen, ich gebe mich eigentlich lieber geschlagen. Es gibt Dinge, die weiß man nicht. Es ist völlig okay, Dinge nicht zu wissen. An solchen Sachen zu, also, was könnte das denn sein? Ambrosia ist es sicherlich auch nicht. Kostbarer Duftstoff tierischer Herkunft. Jetzt wird gegoogelt. Ich möchte es ja natürlich auch wissen und ich möchte auch, dass ihr was draus lernt, aber ich gebe mich geschlagen, definitiv. So, kostbar, das ist ja witzig. Ich gebe da was ein. Ach so? Huch, Entschuldigung. Es ist nicht Ambrosia, aber es kommt dem Ganzen zumindest so ein bisschen näher. Wow. Boah, das ist fies. Das hätte ich ja auch wissen können. Also, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Blasloch tatsächlich das Wort beinhaltet. Ich dachte, das ist... Oh. Wer hätte denn ahnen können, dass die einfach nur Blas meinen? Im Sinne von Blasen. Oh Mann. So. Also, okay. Also, das Blasloch, das ist... Darauf bin ich jetzt noch selber gekommen, nachdem ich Ambra gegoogelt habe. Also dieser Duftstoff Ambra, genau. Dann, was haben wir dann noch? Machen wir noch mal Maps auf hier. Vielleicht finden wir ja die Provinz in Irland. Waterford, Cork. Wo würde, was hätte die denn für einen Anfang? Huch. O. Also die hat als zweites ein O und endet mit T-E-R. Mal gucken, ob wir da was finden in der Richtung. Wobei eine Provinz, vielleicht ist das ja gar nicht hier, sondern ist eher... Ich glaube, da bin ich überfragt. Da wüsste ich gar nicht, wo ich suchen müsste. Wenn ich eine Provinz suche bei denen. Castlebar? Nee. Okay. Googeln wir es mal wieder. Ich schäme mich ein bisschen dafür, zwar, also, warte mal. Hier soll ein L hin und kein O. Oh weia. Oh nein. Ja, kein Wunder, wenn ich denn den falschen... Schade. Wäre cool gewesen, wenn sie Carlos heißen würde. Was gibt's denn da noch? Maria. Die Frau google ich jetzt mal, leider. Okay. Moment, nein. Ach so, das O hier gehört ja auch nicht rein. Also nicht zwangsläufig. Ja, Maria Callas, nie gehört tatsächlich. Aber ja, ich bin nicht drauf gekommen, dass mein Lösungswort ja schon was Falsches beinhaltet. Aber ja, mit dem L ist mir dann doch dieses Wort zumindest eingefallen. Es ist merkwürdig, es ist echt merkwürdig. Boah. So. Vasa. Echt jetzt? Naja, mit ein bisschen googeln. Aber ich finde es schön. Es ist schwerer, es fordert mich mehr. Es ist jetzt, also vielleicht auf das Lösungswort zu kommen, das ich ja richtig erraten habe, nur falsch eingetragen. Also immerhin, wenn es nur darum geht, das Lösungswort zu kriegen, ist es nicht so schlimm. Wenn man alles wirklich haben will, dann ja. Wird das wohl eine neue Langzeitbeschäftigung für mich? Ich würde fast sagen, ich nehme die anderen beiden Rätsel weg und konzentriere mich mehr auf dieses hier, weil dieses hier erheblich schwieriger für mich ist, tatsächlich. Und dementsprechend mehr Zeit kostet und ja, ansonsten haben wir hier jedes Video 45 Minuten.
Das wird auch schwierig. Also das auch immer zu schaffen, die Zeit dafür zu haben bei mir. Dementsprechend, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zum wieder mal Gehirnjogging. Oder auch nicht. Müsst ihr entscheiden. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Rest vom Tage und ich hoffe, ihr habt wieder mal was dazulernen können.